Bereitschaftsraum. Der Bunker war ausgelegt für 12 Mann Besatzung. Die mussten natürlich auch irgendwo schlafen. Man sieht das hier hochgeklappt, Tagsversorgung notwendig. Das hier ist ein Batteriekasten. Und damit wurde dann dieser Festungsfernsprecher betrieben. Absolut nahkampftauglich. Wenn dann das Gespräch rum war, musste dreimal geläutet werden. Das war dann für die Gegenstelle das Zeichen, das Gespräch ist vorbei. Man musste das Kabel, mit dem man gesprochen hat, wieder abmachen, weil hätte sonst jemand, der die Kabel im Wald findet, die waren einfach nur im Waldboden verlegt, hätte er sich dort anstöpseln und mithören können. Gab es schon die ersten Panzerbrechungen? Ja, der Unteroffizier, der die Beobachtung weitergegeben hat an den Schützen, der das Ziel erfasst hat und dann geschossen hat. MG wurde hier mit einem, aus dem Patronenkasten mit so einem Gurt gespeist. Und die leeren Hülsen bei einer theoretischen Feuergeschwindigkeit von 8 bis 900 Schuss die Minute wäre hier natürlich direkt alles voller Hülsen gewesen, dann wäre ausgerutscht. Dafür hat man diesen Hülsenfang, sagt da unten drunter. Und theoretische Schussgeschwindigkeit deshalb, wenn man nach einer gewissen Schussfolge, man sagt 150 bis 200 Schuss, musste der Lauf ausgewechselt werden, weil er sonst überhitzt wäre. Die Straße, die von unten hochkommt und die Häuser gesehen, die standen damals auch schon. Und sollte es zu Kampfhandlungen kommen, gab es den Befehl, die Häuser, die damals gestanden hatten, auch schon wegzusprengen, damit man freies Schussfeld als Maschinengewehr hat. Hier diese Scharte, die ist aus normalem Walzstahl gemacht, nur 10 cm dick. Drüben die ist 20 cm, haben wir gesagt. Und die Ausrichtung hier ist zum nächsten Bunker, der ist etwa 50, 60 Meter oder 70 Meter. Das ist über die Erde. Ja. Ich höre richtig. Das ist mit der Dunkelheit gemacht. Thank you.